Warum sollte ein geheimes Handelsabkommen darüber entscheiden, wie wir mit öffentlichen Dienstleistungen wie Wasser, Gesundheit oder Bildung umgehen sollten? Es sollten nicht Verhandlungsteams von zwei Partnern sein, die darüber entscheiden, wie wir auf der lokalen oder regionalen Ebene diese öffentlichen Dienstleistungen organisieren. Ich denke, solche öffentlichen Dienstleistungen haben nichts in Handelsabkommen zu suchen.